Kapitel 12. Es ist seltsam, aber je älter man wird und je weiter man in der Welt umherumkommt, desto mehr stellt man fest, dass man sich an Glück leichter gewöhnt als an Verzweiflung. Bei deinem zweiten Wurzelbiershake zum Beispiel kann es schon sein, dass dein Glück darüber, dieses köstliche Gemisch zu schlürfen, nicht ganz so gewaltig ist wie beim ersten Mal. Und beim zwölften Mal ist dein Glück vielleicht noch weniger gewaltig, bis Wurzelbier-Shakes dich irgendwann überhaupt nicht mehr glücklich machen können, weil dein Gaumen an der Mischung aus Vanilleeis und Wurzelbier nichts mehr Besonderes findet. Wenn du dagegen zum zweiten Mal eine Reißzwecke in deinem Wurzelbier-Shake entdeckst, ist deine Verzweiflung viel größer als beim ersten Mal, wo du die Reißzwecke noch für einen verrückten Zufall gehalten hast, statt für eine Perfidie des Mixers, ein Ausdruck, der so viel heißt wie Anschlag des Eisverkäufers auf deine Zunge. Und bei der zwölften Reißzwecke ist deine Verzweiflung noch ungleich größer, bis du das Wort Wurzelbier-Shake schließlich kaum mehr in den Mund nehmen kannst, ohne in Tränen auszubrechen. Ganz offensichtlich ist Glück wie Kokoskordial oder Quiche etwas, wogegen du mit der Zeit abstumpfst, die Verzweiflung dagegen überrumpelt dich jedes Mal neu. Als das Glas klirrte, starrten die Baudelaire-Weisen wie vom Donner gerührt auf die hoch aufgerichtete Gestalt Ishmaels, und obwohl sie das Medusenmyzel schon in ihren Körper eindringen fühlten, jede winzige Spore wie ein Ameisenbeinchen, das ihre Kehle hinunterspazierte, wollte ihnen die Verzweiflung, die ihre Geschichte schon wieder für sie bereithielt, dieses Grauenhafte, das da geschehen war, einfach nicht in den Kopf. »Was war das?« rief Freitag. »Da hat Glas gesplittert.« »Wen interessiert schon splitterndes Glas?« sagte Erevon. »Ich spüre ein Kitzeln im Hals, wie von einem winzigen Samenkorn.« »Wen interessiert schon Samen in deinem Hals?« sagte Finn. »Ich sehe Ishmael auf seinen eigenen beiden Füßen stehen.« Graf Olaf, der auf dem weißen Sand hingestreckt lag, keckerte laut. Mit einer dramatischen Geste riss er die Harpune zwischen den Helmenscherben und Stofffetzen an seinem Bauch hervor und warf sie Ishmael vor die tönenden Füße. »Das Geräusch, das ihr gehört habt, war das Zerbersten meines Taucherhelms«, rief er höhnisch. »Die Samenkörner, die ihr in euren Kehlen spürt, sind die Sporen des Medusenmyzels, und da auf seinen eigenen beiden Füßen steht der Mann, der euch alle auf dem Gewissen hat.« »Das Medusenmyzel?« wiederholte Ishmael fassungslos, während die Inselbewohner erneut nach Luft schnappten. »An unseren Ufern? Undenkbar. Ich habe Jahre meines Lebens aufgewendet, um die Insel für immer gegen diesen schrecklichen Pilz zu sichern.« »Nichts ist für immer sicher, Gott sei Dank«, sagte Graf Olaf. »Und gerade du solltest wissen, dass früher oder später alles an diesen Ufern angespielt wird. Du hast die Baudelaires vor Jahren von der Insel vertrieben, aber jetzt sind sie zurückgekehrt und sie haben das Medusenmyzel mitgebracht.« Ishmael machte große Augen und mit einem Satz war er vom Schlitten herunter, um sich vor den Baudelaire-Weisen aufzubauen. Als seine Füße auf dem Boden aufkamen, zersprang der Ton und fiel ab, und die Kinder konnten sehen, dass der Mediator auf dem linken Knöchel ein Auge auftätowiert hatte, genau wie von Graf Olaf vorausgesagt. »Ihr habt das Medusenmyzel hier eingeschleppt?« fragte er. »Ihr hattet die ganze Zeit einen tödlichen Pilz bei euch und habt es uns verheimlicht?« »Du musst gerade von Verheimlichen reden«, sagte Alonso. »Schau doch deine gesunden Füße an, Ishmael. Deine Unehrlichkeit ist die Wurzel des Übels.« »Nein, die Wurzel des Übels sind die Meuterer«, rief Ariel. »Wenn sie Graf Olaf nicht aus dem Käfig gelassen hätten, wäre das alles nie passiert.« »Das kommt auf die Betrachtungsweise an«, sagte Professor Fletcher. »Meines Erachtens sind die Wurzel des Übels wir alle. Wenn wir Graf Olaf nicht in den Käfig gesperrt hätten, hätte er uns auch nicht bedroht.« »Wir sind die Wurzel des Übels, weil keiner von uns den Taucherhelm gefunden hat«, sagte Ferdinand. »Wenn wir ihn beim Sturmflattern aufgelesen hätten, dann hätten ihm die Schafe ins Arboretum gebracht und wir wären sicher gewesen.« »Die Wurzel des Übels ist Homerus«, behauptete Dr. Kurz und zeigte auf den kleinen Jungen. »Er hat die Harpunenkanone für Ishmael aufbewahrt, statt sie ins Arboretum zu schaffen.« »Die Wurzel des Übels ist Graf Olaf«, schrie Larsen dagegen. »Er hat den Priest mit ins Feld gebracht.« »Ich bin nicht die Wurzel des Übels«, knurrte Graf Olaf und hustete dann erst einmal laut. »Ich bin der König der Insel!« »Es ist völlig gleichgültig, ob du König bist oder nicht«, sagte Violet. »Du hast die Spuren eingeatmet, wie alle anderen auch.« »Violet hat recht«, sagte Klaus. »Wir haben nicht die Zeit, hier rumzustehen und uns zu streiten.« Auch ohne die Hilfe seines Almanachs konnte Klaus ein Gedicht über den Pilz wiederholen, das er von Fiona gehört hatte, kurz bevor sie ihm das Herz gebrochen hatte. »Eine einzige Spore hat solch grimmig gemacht, dass in einer Stunde du stürzt in ewige Nacht«, zitierte er. »Wenn wir nicht mit dem Gedanke aufhören und zusammenhalten, sind wir in Kürze alle tot.« Im Zelt erhob sich ein großes Lamento, ein Wort, das so viel bedeutet wie Geräusche, wie Inselbewohner sie von sich geben, wenn sie in Panik sind. »Tot!« kreischte Madame Nordorf. »Niemand hat uns gesagt, dass der Pilz tödlich ist. Ich dachte, wir würden lediglich mit verbotenem Essen bedroht.« »Ich bin nicht hier auf der Insel geblieben, um zu sterben«, schrie Mrs. Caliban. »Sterben können hätte ich auch daheim.« »Niemand stirbt«, verkündete Ishmael der Menge. »Das kommt auf die Betrachtungsweise an«, sagte Rabbiner Bliff. »Früher oder später müssen wir alle sterben.« »Nicht, wenn ihr meine Vorschläge beherzigt«, beharrte Ishmael. »Also als erstes schlage ich vor, dass jeder einen schönen großen Schluck aus seinem Muschelhorn trinkt. Das Kordial wird den Pilz aus euren Kehlen verjagen.«
»Wird es nicht«, rief Violet. »Vergorene Kokosmilch hat keinerlei Wirkung auf das Medusenmyzel.« »Das mag sein«, sagte Ishmael, »aber wenigstens werden wir alle ein bisschen ruhiger.« »Du meinst schläfrig und passiv«, verbesserte ihn Klaus. »Das Kordial ist ein Opiat.« »Kordialität hat noch niemanden geschadet«, sagte Ishmael. »Ich schlage vor, wir nehmen uns alle ein paar Minuten Zeit, um unsere Lage auf kordiale Art zu besprechen. Wir diskutieren darüber, was die Wurzel des Übels ist, und kommen in aller Ruhe zu einer Lösung.« »Das klingt vernünftig«, räumte Calypso ein. »Kreisch schon, Gekirks«, rief Sunny, was so viel hieß wie, ihr vergesst das schnell wirkende Gift in dem Pilz. »Sunny hat recht«, sagte Klaus. »Wir brauchen jetzt sofort eine Lösung, nicht irgendwann, wenn wir alle genug getrunken haben.« »Die Lösung kann nur im Arboretum sein«, fügte Violet hinzu, »in dem Geheimraum unter den Wurzeln des Apfelbaums.« »Geheimraum«, sagte Sherman. »Was für ein Geheimraum?« »Ein Geheimraum mit einer Bibliothek«, erklärte Klaus der überrascht raunenden Menge, »in der alle vom Sturm angespülten Dinge und alle Geschichten, die diese Dinge erzählen, katalogisiert sind.« »Klaus Küche«, ergänzte Sunny. »Mit vielleicht Meerrettich.« »Meerrettich ist das einzige Mittel, das das Gift abschwächen kann«, erläuterte Violet und deklamierte den Rest des Gedichts, das die Kinder an Bord der Queequeg gehört hatten. »Ist Linderung möglich? Ja, klar. Eine Prise Wasserwurz wirkt wunderbar.« Sie sah von einem verängstigten Gesicht zum anderen. »In der Küche unter dem Apfelbaum finden wir eventuell Meerrettich«, sagte sie. »Wenn wir uns beeilen, gibt es noch Rettung für uns.« »Sie lügen«, sagte Ishmael. »Es ist nichts als Schrott im Arboretum, und unter dem Baum ist nichts als feuchte Erde. Die Baudelaires versuchen, euch alle reinzulegen.« »Wir versuchen nicht, alle reinzulegen«, sagte Klaus. »Wir versuchen, alle zu retten.« »Die Baudelaires wussten, dass das Medusenmyzel hier auf der Insel ist«, widersprach Ishmael, »und sie haben es mit keiner Silbe erwähnt. Ihnen ist nicht zu trauen, aber mir könnt ihr trauen, und ich schlage vor, wir setzen uns erst einmal hin und trinken von unserem Kordial.« »Also«, rief Sunny, was hieß, »wem hier nicht zu trauen ist, das bist du.« Aber statt zu übersetzen, traten ihre Geschwister dichter an Ishmael heran, damit nicht alle hörten, was sie zu ihm sagten. »Warum tust du das?«, fragte Violet. »Wenn ihr nur herumsitzt und Kordial trinkt, seid ihr verloren.« »Wir alle haben das Gift eingeatmet«, sagte Klaus. »Wir sitzen alle im selben Boot.« Ishmael zog die Brauen hoch und lächelte die Kinder feindselig an. »Das werden wir ja sehen«, sagte er. »Und nun raus aus meinem Zelt.« »Sputnik«, sagte Sunny, was so viel hieß wie, jetzt aber flott, und ihre Geschwister nickten. Sie schlängelten sich zum Zelteingang durch mit einem letzten Blick auf die ängstlichen Inselbewohner, den finster dreinschauenden Mediator und auf Graf Olaf, der immer noch im Sand lag und sich den Bauch hielt, als hätte die Harpune mehr an ihm zerstört als nur den Taucherhelm. Diesmal waren Violet, Klaus und Sunny natürlich nicht im Schlafschitten unterwegs, aber als sie über den Karst rannten, fühlten sie sich trotzdem wie in der kleinen Lok, die es nicht schaffte. Und das lag nicht nur an der verzweifelten Natur ihrer Mission, sondern mehr noch an dem Gift, das sich unaufhaltsam in sie hineinfraß. Violet und Klaus erfuhren nun am eigenen Leib, was ihre Schwester tief im Ozean durchgemacht hatte, als sie um ein Haar dem tödlichen Gift des Pilzes erlegen wäre. Und Sunny selbst erhielt einen Auffrischungskurs, ein Wort, das so viel bedeutet wie eine neuerliche Gelegenheit zu spüren, wie die Stiele und Kappen des Medusenmyzels in ihrer kleinen Kehle zu sprießen begannen. Die Kinder mussten mehrere Male anhalten, um zu husten, denn der wuchernde Pilz machte ihnen das Atmen schwer, und als sie schließlich unter den Ästen des Apfelbaums anlangten, keuchten sie alle drei heftig in der Mittagssonne. »Viel Zeit bleibt uns nicht«, sagte Violet nach Luft ringend. »Gehen wir gleich in die Küche«, sagte Klaus und duckte sich durch den Spalt zwischen den Baumwurzeln, den die unglaubliche tödliche Viper ihnen gezeigt hatte. »Meerrettich finden«, sagte Sunny und schlüpfte hinter ihrem Bruder her, doch in der Küche angekommen, erlebten die Baudelaire-Waisen eine Enttäuschung. Violet drückte den Lichtschalter für den Küchenbereich und alle drei eilten zu dem Gewürzregal und begannen, die Etiketten der Streuer und Gläschen zu lesen, aber je weiter sie lasen, desto mehr schwand ihre Hoffnung. Die Kinder entdeckten etliche ihrer Lieblingsgewürze, darunter Salbei, Oregano und Paprika, den es gleich in mehreren Varianten gab, von edelsüß bis scharf. Sie entdeckten einige ihrer unliebsten Gewürze, darunter getrocknete Petersilie, die nach so gut wie nichts schmeckt, und Knoblauchsalz, das alle anderen Geschmäcke abtötet. Sie entdeckten Gewürze, die sie mit bestimmten Speisen verbanden, wie zum Beispiel Kurkuma, das ihr Vater immer an seine Curry-Erdnusssuppe gegeben hatte, oder Muskatnuss, die ihre Mutter an ihre Pfefferkuchen zu reiben pflegte. Und sie entdeckten Gewürze, die sie mit gar nichts verbanden, wie etwa Majoran, den jeder hat und kaum jemand benutzt, oder geriebene Zitronenschale, die nur in Zeiten größter Not benutzt werden sollte, dann etwa, wenn echte Zitronen ausgestorben sind. Sie entdeckten Gewürze, die praktisch überall verwendet werden, wie Salz und Pfeffer, und Gewürze, die man nur in ganz bestimmten Regionen verwendet, wie Chipotle-Schoten und Biryani-Paste, aber auf keinem der Etiketten stand Meerrettich. Und auch als sie die Streuer und Gläschen aufschraubten, roch keines der Pulver, Blättchen und Körner darin, auch nur entfernt wie die Meerrettich-Fabrik, die einmal an der schaurigen Chaussee gestanden hatte. »Es muss ja nicht unbedingt Meerrettich sein«, sagte Violet rasch, nachdem sie ein Glas mit Estragon entmutigt ins Regal zurückgestellt hatte. »Wasabi war ein schleichwertiger Ersatz, als Sunny befallen war.« »Oder Eukrema«, keuchte Sunny. »Wasabi finde ich auch keins«, Klaus roch stirnrunzelnd an einem Glas mit Muskatblüten. »Vielleicht ist es ja irgendwo versteckt.« »Wer soll denn Meerrettich verstecken?«, fragte Violet nach langem Husten. »Unsere Eltern«, sagte Sunny. »Sunny hat recht«, sagte Klaus.
Wenn sie von Anwistle Aquatic wussten, wussten sie wahrscheinlich auch über die Gefahren des Medusenmyzels Bescheid. Jede Art von Meerrettich, die hier angespült wurde, wäre extrem wertvoll gewesen. Wir haben keine Zeit, das ganze Arboretum nach Meerrettich zu durchsuchen. Violet langte in die Tasche und ihre Finger streiften kurz Ishmaels Ring, bevor sie das Band zu fassen bekam, das der Mediator als Lesezeichen benutzt hatte und mit dem sie sich nun das Haar aus dem Gesicht band, um klarer denken zu können. Das wäre noch hoffnungsloser, als die Zuckerdose im Hotel de Noumont finden zu wollen. Bei der Erwähnung der Zuckerdose rieb Klaus eilig seine Brillengläser blank und fing an, in seinem Notizbuch zu blättern, während Sunny ihren Quirl nahm und nachdenklich hineinbiss. »Vielleicht ist der Meerrettich in einem der anderen Gewürzgläser versteckt«, mutmaßte er. »Wir haben an jedem einzelnen gerochen«, sagte Violet mit zugeschnürter Kehle. »Kein einziges riecht nach Meerrettich.« »Der Geruch könnte von einem anderen Gewürz überlagert sein«, sagte Klaus. »Von irgendetwas, was noch bitterer als Meerrettich ist. Sunny, welches sind die bittersten Gewürze?« »Nelken«, sagte Sunny unter Keuchen. »Kardamom, Pfeilwurz, Wermut.« »Wermut«, wiederholte Klaus grübelnd und blätterte in sein Notizbuch. »Kit hat einmal Wermut erwähnt«, sagte er und dachte an die arme Kit Snicket, die alleine da draußen auf dem Shelf lag. »Sie hat gesagt, Tee sollte so bitter wie Wermut und so scharf wie ein zweischneidiges Schwert sein. Und der Tee, den wir vor dem Prozess bekommen haben, war auch ausdrücklich ohne Zucker.« »Kein Wermut hier«, sagte Sunny. »Sogar Ishmael hat etwas über bitteren Tee gesagt«, bemerkte Violet. »Erinnert ihr euch? Diese Schülerin von ihm hatte Angst davor, vergiftet zu werden.« »Genau wie wir«, sagte Klaus, während er die Pilze in seinem Körper immer schneller sprießen fühlte. »Ich wünschte, wir hätten die Geschichte zu Ende gehört.« »Ich wünschte, wir hätten sämtliche Geschichten gehört«, sagte Violet, ihre Stimme ganz kratzig und heiser vor lauter Gift. »Ich wünschte, unsere Eltern hätten uns alles erzählt, statt uns gegen die Tücken der Welt abzuschirmen zu wollen.« »Vielleicht haben sie das ja«, sagte Klaus mit ebenso rauer Stimme wie seine Schwester, und er ging zu den Lesesesseln in der Mitte des Raums hinüber und nahm eine Reihe betrüblicher Ereignisse zur Hand. »Sie haben ihre sämtlichen Geheimnisse hier aufgeschrieben. Wenn sie den Meerrettich versteckt haben, dann erfahren wir in diesem Buch wo.« »Wir haben keine Zeit, das ganze Buch zu lesen«, sagte Violet. »Und das ganze Arboretum können wir auch nicht durchsuchen.« »Wenn wir nicht sterben, wir wenigstens zusammen«, sagte Sunny erstickt. »Beim Lesen.« Die Geschwister nickten ingrimmig und legten die Arme umeinander. Für die meisten Menschen hatten auch sie schon hier und da, wenn sie in entsprechenden morbider Stimmung waren, über die Umstände ihres Todes spekuliert, wenngleich sie seit jenem grauenhaften Tag an der kahlen Küste viel zu viel damit zu tun gehabt hatten, dem Tod zu entgehen, um auch nur in ihrer Freizeit darüber nachzudenken. Natürlich können sich die wenigsten die Umstände ihres Todes aussuchen, und wenn die Geschwister die Wahl gehabt hätten, dann hätten sie sich gewünscht, sehr alt zu werden, was nach allem, was ich weiß, auch durchaus der Fall sein kann. Aber wenn die drei Kinder sterben mussten, solange sie noch drei Kinder waren, dann schien ihnen die Aussicht auf einen gemeinsamen Tod, wenn sie die alten Aufzeichnungen ihrer Eltern lasen, verlockender als vieles andere, was sie sich auszumalen vermochten. Und so setzten sie sich zu dritt in einen der Lesesessel, weil sie lieber nahe beieinander als bequem sitzen wollten, und zu dritt schlugen sie das gewaltig dicke Buch auf und blätterten zurück bis zu der Ankunft ihrer Eltern auf der Insel und dem Beginn ihrer Aufzeichnung. Die Einträge in dem Buch waren abwechselnd in die Handschrift ihres Vaters und der ihrer Mutter geschrieben, und die Kinder stellten sich vor, wie die beiden in demselben Sesseln saßen, wie sie jetzt, einander vorlasen, was sie geschrieben hatten, und Vorschläge machten, was noch Eingang finden sollte in das Register der Verbrechen, der Torheiten und des Jammers, das eine Reihe betrüblicher Ereignisse darstellte. Am liebsten hätten sich die Geschwister natürlich jedes einzelne Wort aus der Hand ihrer Eltern auf der Zunge zergehen lassen. Der Ausdruck »sich auf der Zunge zergehen lassen«, das weißt du vermutlich, bedeutet hier so viel wie »langsam und genüsslich lesen«, da jeder Satz in der Schrift ihrer Eltern ein Geschenk von jenseits des Grabes war. Aber das Gift des Medusenmyzels griff immer weiter um sich, und ihm blieb keine Wahl, als den Text durchquer zu lesen und auf jeder Seite nur nach den Wörtern »Meerrettich« und »Wasabi« Ausschau zu halten. Wie jeder weiß, der schon einmal ein Buch quer gelesen hat, bekommt man dabei einen leicht verzerrten Eindruck von der Geschichte, weil man sie nur in Ausschnitten erfasst, und manche Autoren bauen in ihre Bücher eigens verwirrende Sätze ein, um etwaige Querleser irre zu führen. Drei sehr kurzgewachsene Männer schleppten ein riesiges Brett, auf das ein Wohnzimmerinterieur gemalt war. Auf ihrer Suche nach dem einen Geheimnis, dem sie auf die Spur zu bekommen hofften, stießen Violet, Klaus und Sunny auf alle möglichen anderen Geheimnisse ihrer Eltern. Ihre hastigen Blicke fielen auf die Namen von Menschen, die die Baudelaire-Eltern gekannt hatten, und auf Botschaften, die sie diesen Menschen zugeflüstert hatten, auf die Codes, die in den geflüsterten Botschaften verschlüsselt waren, und auf etliche faszinierende Details mehr. Und die Geschwister hofften, dass sie irgendwann Gelegenheit haben würden, eine Reihe betrüblicher Ereignisse unter weniger hektischen Umständen wiederzulesen. An diesem Nachmittag jedoch lasen sie immer schneller und immer verzweifelter, schauten sie nach dem einen Geheimnis aus, das sie retten konnte, wenn ihre Stunde verstrich und das Medusenmyzel in immer rasenderem Tempo in ihren weiter wucherte, so als bliebe auch dem tückischen Pilz nicht die Zeit, sich seinem Triumph auf der Zunge zergehen zu lassen. Je weiter die Kinder lasen, desto schwerer fiel ihm das Atmen, und als Klaus endlich eins des gesuchten Wörter entdeckte, hielt es im ersten Moment für ein Trugbild, vorgebracht von all den Stielen und Kappen, die in seinem Innern sprossen. »Meerrettich«, sagte er heiser, »da! Ishmaels Geunke hat die Arbeit am Tunnel zum Erliegen gebracht, obwohl wir für den Ernstfall über ein mehr als ausreichendes Kontingent an Meerrettich verfügen.«
Weile setzte zum Sprechen an, verschluckte sich aber an den Pilzgewimmel und hustete eine Weile. »Was bedeutet der Unke?« fragte sie schließlich. »Kein Kind, ja.« Sunnys Stimme war kaum mehr als ein pilziges Flüstern. »Unke heißt Schwarzmalerei«, sagte Klaus, dessen Wortschatz nicht von dem Gift beeinträchtigt war. »Und Contignon bedeutet Vorrat.« Keuchend schöpfte er Luft und las dann weiter. »Wir arbeiteten an einer Hybridzüchtung via Wurzeldach, durch welche unsere Vorkehrungen hoffentlich Früchte tragen werden, ungeachtet der Gefahr für unsere Verbündeten in Utero. Und für den Fall, dass wir verbrannt werden, was nicht auszuschließen ist, versteckt Beatrice einen kleinen Vorrat in einem Fass.« Hier wurde er von einem so heftigen Hustenfall geschüttelt, dass das Buch zu Boden fiel. Seine beiden Schwestern hielten ihn fest umschlungen, bis das Gift aufhörte, seinen Körper zu beuteln und er mit der blassen Hand hinauf zur Decke zeigte. »Via Wurzeldach«, brachte er mühsam hervor. »Unser Vater meint die Wurzeln über unseren Köpfen. Eine Hybridzüchtung ist eine Pflanze, die aus der Kreuzung zweier anderer Pflanzen entsteht.« Ihn schauderte und seine Augen hinter den Brillengläsern füllten sich mit Tränen. »Ich verstehe nicht, was er meint«, sagte er schließlich. Violet sah hinauf zu dem Wurzelbaldachin, wo das Periskop im Stamm des Baumes verschwand. Mit Entsetzen merkte sie, dass ihre Sicht getrübt war, als würde der Pilz ihr über die Augen wuchern. »Es klingt so, als hätten sie Meerrettich in die Wurzeln geleitet, um allen helfen zu können«, sagte sie. »Das könnte gemeint sein mit dem Vorkehrung, die Früchte tragen sollen, so wie ein Baum Früchte trägt.« »Äpfel«, rief Sunny erstickt. »Bittere Äpfel.« »Natürlich«, sagte Klaus. »Der Baum ist eine Hybridzüchtung und seine Äpfel schmecken bitter, weil sie Meerrettich enthalten.« »Wenn wir einen Apfel essen«, sagte Violet, »dann wird das Gift abgeschwächt.« »Gengrei«, stimmte Sunny mit einem Krächzen zu und sie rutschte vom Schoß ihrer Geschwister herab und begann röchelnd zu dem Spalt in den Wurzeln zu robben. Klaus wollte ebenfalls aufstehen, aber ihm wurde so schwindlig von dem Gift, dass er sich wieder setzen und sich den Schmerz in den Kopf halten musste. Violet zerrte hustend am Arm ihres Bruders. »Komm«, keuchte sie in heller Panik. Klaus schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, wir schaffen es nicht«, sagte er. Sunny streckte die Hand nach dem Spalt zwischen den Baumwurzeln aus und krümmte sich dann vornüber vor Schmerzen. »Kraspis«, fragte sie mit ganz schwacher Stimme. »Wir können nicht hier drin sterben«, sagte Violet so leise, dass ihre Geschwister sie kaum noch hören konnten. »Nicht in diesem Raum, wo unsere Eltern uns vor so vielen Jahren, ohne es zu ahnen, das Leben gerettet haben.« »Vielleicht ja nicht«, sagte Klaus. »Vielleicht ist das hier das Ende unserer Geschichte.« »Kabuk«, sagte Sunny, aber bevor ihre Geschwister nachfragen konnten, was sie damit meinte, hörten die drei ein anderes Geräusch, ein schwaches, fremdartiges Geräusch in der geheimen Höhlung unter dem Apfelbaum, den ihre Eltern seinerzeit mit Meerrettich gekreuzt hatten. Es war ein Zischeln, wie es eine Dampflokomotive beim Bremsen ausstößt oder auch ein Publikum im Theater, das ein Stück von Al Funkhut über sich ergehen lassen muss. Die Baudelaire-Kinder in ihrer Verzweiflung und Angst hielten es einen Moment lang für das Triumphgezischel des Medusenmyzels, das seinen giftigen Sieg über die drei Weisen feierte, oder vielleicht auch für den Klang ihrer dahinschwindenden Hoffnung. Doch das Zischen rührte nicht von der hinschwindenden Hoffnung oder feinden Fungus her und zum Glück auch nicht von einer Dampflok oder einem verstimmten Theaterpublikum, denn damit wären die Kinder in ihrer gegenwärtigen Verfassung nie und nimmer fertig geworden. Das Zischeln kam von einem der wenigen Geschöpfe der Insel, das nicht nur ein, sondern gleich zwei Schiffbrüche hinter sich hatte. Und vielleicht lag es an seinem eigenen traurigen Schicksal, dass diesem Geschöpf das traurige Schicksal der Baudelaire-Weisen zu Herzen ging, obgleich sich natürlich schwer sagen lässt, inwieweit einem Tier, und sei es noch so freundlich, etwas zu Herzen gehen kann. Ich für meinen Teil bin nicht mutig genug, um in dieser Frage groß zu recherchieren und die Geschichte meines einzigen Herpetologengefährten ist schon lange beendet. Was genau in dem Reptil vorging, als es auf die Kinder zukroch, ist somit ein Detail der Baudelaire'schen Geschichte, das vielleicht nie geklärt werden wird. Aber der Hergang steht dennoch zweifelsfrei fest. Die Schlange kam durch den Spalt zwischen den Baumwurzeln geschlüpft und was immer in ihrem Innern vorging, das Zischeln, das zwischen ihrem zusammengebissenen Zähnen hervordrang, ließ keinen Zweifel daran, dass die unglaublich tödliche Viper die Baudelaire-Weisen einen Apfel anbot.